In Valheim kann der erste Boss Eiktür schon nach wenigen Stunden besiegt werden. Das solltet ihr auf jeden Fall auch tun, denn nur so bekommt ihr eine Spitzhacke und kommt insgesamt im Spiel auch weiter. Moin, mein Name ist Nico der Profi und auf diesem Kanal gibt es schon ganz viele Valheim-Videos und es kommen wöchentliche welche hinzu. Wenn du da also Bock drauf hast, bleib gerne mit einem Abo mit am Start und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Video. Und da steht natürlich heute an erster Stelle die Vorbereitung und Punkt 1 bei der Vorbereitung ist erstmal folgender, dass wir uns hier die Boss-Location markieren müssen. Das könnt ihr folgendermaßen tun. Das ist euer Spawnpunkt, wo ihr am Anfang wart. Da müsst ihr zurücklaufen, dann hier einmal E an dem Stein drücken und dann bekommt ihr die Boss-Location auf der Karte markiert. Und natürlich brauchen wir noch ein bisschen Equipment. Das habe ich euch hier drin vorbereitet in der Kiste. Und zwar nehme ich jetzt hier für den Bossfight erstmal eine klassische Lederrüstung. Die ist auf Stufe 1. Könnt ihr euch auch aufwerten, wenn ihr schon soweit seid. Ansonsten benutze ich einen Feuersteinspeer und ich benutze ein Holzschild. Wir benutzen also keinen Bogen, keine Feuerpfeile, wir bauen uns keinen Turm. Wir machen das easy mit einem Schild und mit einem Speer. Ansonsten braucht ihr drei unterschiedliche Nahrungsquellen, also zum Beispiel gekochtes Fleisch und Beeren und am besten noch die Necktails bzw. Nixenschwanzfleisch gebraten. Denn so bekommt ihr mehr Ausdauer und mehr Leben, das wird euch auf jeden Fall weiterhelfen. Außerdem empfehle ich euch noch 5 Steine und 2 Holz einzupacken, denn so könnt ihr ein Lagerfeuer bauen und was es damit auf sich hat, zeige ich euch später beim Kampf und ihr braucht mindestens 2 Hirschtrophäen. Den Holzschild könnt ihr euch ganz easy an der Werkbank craften, kostet 10 Holz, 4 Harz und 4 Lederreste, ist also nicht schwer zu bekommen. Und für den Feuersteinspeer braucht ihr 5 Holz, 10 Feuerstein und 2 Lederreste, ist also auch easy zu bekommen. Hier haben wir dann nochmal die Necks, von denen ich vorhin gesprochen habe, die einfach platt machen, wenn ihr Glück habt. Droppen die ein bisschen Fleisch für euch, könnt euch einfach braten, dann habt ihr schon die zweite bzw. dritte Quelle. Ansonsten, weil ihr ja sowieso noch Fleisch braucht und auch die Trophäen, könnt ihr einfach auch beim Jagen darauf achten, dass ihr eben Hirsche wegknallt sozusagen. Und mit etwas Glück droppen die dann eben eine Hirschtrophäe, hat jetzt hier beim ersten Mal sogar geklappt. Nehmt ihr einfach auf und dann passt das, das heißt also beim Farmen einfach mitsammeln. Wenn ihr alles soweit vorbereitet habt, dann lauft ihr einfach zum Boss hin, beziehungsweise zur Boss-Location. Und bevor wir den Boss jetzt beschwören, einmal noch der Hinweis. Ich habe ja gesagt, ihr könnt euch noch ein Lagerfeuer bauen. Könnt ihr euch im Prinzip einfach hier neben den Boss hauen, ist völlig egal. Denn ihr seht ja jetzt oben, ich habe den Ausgeruht-Buff. Und wenn der bei euch unter 8 Minuten sein sollte, dann könnt ihr euch nochmal für 20 Sekunden hier hinsetzen und bekommt den wieder auf 8 Minuten hoch. Denn ihr habt hier einen Gemütlichkeitspunkt und ihr bekommt fürs Ausruhen immer 7 plus euren Gemütlichkeitswert. Das wären dann also bei uns 8 Minuten. Funktioniert deswegen bei mir jetzt nicht, aber wir bekommen halt durch den Ausgeruht-Buff, hier steht es nochmal, 50% Gesundheitsregeneration, also plus 50% Gesundheitsregeneration und plus 100% Ausdauerregeneration, ist also mega gut. Deshalb hier der Tipp, wenn ihr es getan habt, geht ihr einfach zum Altar hin und packt euch euer Opfer-Item auf einen Slot der Hotbar. Ich habe das jetzt bei mir auf der 1. Dann drückt ihr die entsprechende Taste, es geht los. Ihr wählt einfach euren Speer und euer Schild aus. Der Boss spawnt dann da, wo er sich... ja, wo sich das Licht dann quasi sammelt. Und wichtig ist jetzt, immer wenn er angreift, ihr könnt einfach alles komplett blocken mit dem Schild. Sehen wir jetzt hier, er macht keinen Schaden. Das heißt, wir müssen dann immer so ein bisschen aufpassen, können ein, zwei Hits machen mit unserem Speer und blocken einfach, wenn er eben angreift. Wir laufen auch gar nicht groß hinterher, wir gehen einfach ganz normal, um unsere Ausdauer auch immer wieder zu regenerieren. Sind immer ein bisschen vorsichtig, aber ihr seht ja schon, das Leben geht ganz gut runter. Mal um ihn rumgehen, er macht gerade nichts, wenn er wieder was macht. Einfach wieder blocken, auch mal von hinten rangehen, ist auch eine ganz gute Taktik. Wichtig ist, das speichert das Spiel einmal kurz, wichtig ist, dass ihr nie zu viel wollt, ja, immer auf eure Ausdauer achten, immer schön blocken, jetzt kommt er wieder mit einem Angriff. Haben wir noch geblockt, wir gehen weiter rauf, jetzt gucken wir wieder, dass die Ausdauer eben wieder hochkommen kann. Blocken auch das wieder, also da müsst ihr einfach sehr geduldig sein. Wie gesagt, wenn er angreifen will, einfach blocken und mit dem Speer dann reinhauen. Und auch nicht zu viel Spam. Natürlich, wenn er weggeht, dann könnt ihr ein paar Angriffe mehr machen. Wie jetzt hier. Aber auch immer darauf gefasst sein, dass ihr Ausdauer braucht, um zu blocken. Habt ihr keine Ausdauer und ihr blockt, dann werdet ihr Schaden nehmen. Natürlich, wenn ihr jetzt noch im Kampf merkt, dass auf einmal unten eure Leiste anfängt zu blinken, dann könnt ihr nochmal einen kleinen Hubs zwischendurch essen. Müsst natürlich aufpassen, dass der Boss nicht zu nah an euch dran ist. Ja, dass Eiktür da keinen Schaden machen kann. So, nochmal der letzte Block. Und dann ist das jetzt hier auch der Last Hit. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob ich euch das zusammengeschnitten habe, ob ich das beschleunigt habe oder peng. Jedenfalls geht der Gute dann hier auf und wir können ihn looten. Und dann bekommen wir hier einmal die Eiktür-Trophäe. Die ist ganz wichtig für uns. Zeige ich euch gleich, was wir damit machen.
Und wir bekommen ja einmal das harte Geweih, was auch sehr wichtig ist. Ansonsten hier auch nochmal, ich habe tatsächlich auch mit der Lederrüstung auf Stufe 1 gekämpft. Habe jetzt hier zwar ein Wolfscape, ist aber völlig egal, weil das bringt, jedes Cape bringt einfach nur eine Rüstung. Also easy peasy, kein Turm, keine Pfeile, kein gar nichts. Und mit der Alktür-Trophäe geht es dann einmal wieder zu unserem Spawnpunkt hier, wo wir auch schon Alktür markiert haben. Und dann können wir hier, bei euch ist da so ein Haken, den fokust ihr einmal mit eurem Fadenkreuz und könnt dann die Trophäe dort aufhängen. Dann werdet ihr sehen, unten links, das ist jetzt bei mir schon aktiviert, bekommt ihr eine neue Fähigkeit. Und die sorgt eben dafür, dass ihr beim Springen und beim Sprinten minus 60% Ausdauer verbraucht habt. Allerdings ist es so, ihr müsst die mit F aktivieren. Zack, Peng, 5 Minuten läuft der ganze Aal. Und hat eine Abklingzeit von 20 Minuten. Das heißt quasi, wenn das Ding abgelaufen ist, könnt ihr es erst nach 15 Minuten wieder einsetzen. Ist aber mega praktisch, um mal ein bisschen schneller durch die Welt zu kommen. Mit dem harten Geweih geht ihr zurück zu euch in die Base und zwar an die Werkbank. Und dann seht ihr, wenn ihr zusätzlich auch noch 10 Holz im Inventar habt, beruhigt euch, dass ihr dann eine Geweihspitzhacke machen könnt, beziehungsweise herstellen könnt. Zack, Peng, habt ihr im Inventar und dann kann das losgehen mit dem Aal. Und zwar habt ihr jetzt die fantastische Möglichkeit, zum einen hier Stein zu zerdeppern, was natürlich mega cool ist. Also ist es tatsächlich, weil ihr nicht mehr rumlaufen müsst und Steine sammeln müsst. Und zum anderen könnt ihr damit jetzt auch Kupfer und Zinn abbauen, was euch dann ins Bronzezeitalter bringt. Wie man das genau macht, zeige ich euch in einem anderen Video und das wird auch hier verlinkt sein. Und wenn ihr das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, denn das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.